Hallo Schachfreunde, im sechsten Video der Reihe Schachstrategie geht es um das Läuferpaar. Aber werfen wir einen kurzen Blick zurück auf das Thema vom Video Nummer 5, und zwar wann ein Springer stärker ist als ein Läufer. Da gab es ja einige Aufgaben zu lösen, ist schon ein bisschen länger her, aber okay, schauen wir es uns an. In der vorliegenden Stellung ist es wichtig, das Potenzial der verschiedenen Figuren auf dem Brett richtig zu bewerten. Ohne konkrete Berechnung der relevanten Varianten ist das nicht sehr einfach. Der Schlüsselzug, der gesuchte Schlüsselzug, der lautet in dieser Stellung Schwarz am Zug, Läufer schlägt C3, Ausrufezeichen. Und auch wenn diese beiden Springer doch recht bescheiden in der schwarzen Festung drinstecken, sind diese doch wesentlich stärker als das weiße Läuferpaar. Wenn wir uns die Endstellung anschauen, in dieser Gewinnvariante, ja, mag man es vielleicht auch nicht so ganz glauben, aber das Schlagen mit dem Läufer auf C3 hat seinen Sinn. Nun ist Weiß gezwungen, hier mit dem Bauern zurückzunehmen. Nimmt er mit der Dame zurück, was ja eigentlich ein Reflexzug ist, sieht das doch gut aus, die weiße Dame auf der langen Diagonalen. Dann würde Schwarz ganz einfach einen Bauern gewinnen. Also, das ist für Weiß nicht so prickelnd. Wir gehen zurück, er nimmt also mit dem Bauern zurück. Und jetzt Springer auf E5. Da steht der Springer richtig gut und greift zum einen den Bauern auf C4 an und zum anderen den Läufer auf F3. Und das lässt sich natürlich relativ einfach decken von Weiß. Weiß muss praktisch einen gezwungenen Zug ausführen, und zwar Läufer auf E2. Und wir sehen, hier steht ein sehr aktiver Springer auf dem Feld E5, der mit Tempo praktisch in die Partie gebracht wurde. Weiter geht es wieder mit einem Tempozug, und zwar Dame auf D7. Wer Dame auf C8 als Lösung hat, das ist nicht falsch. Es ist nur ein anderes Feld, was im Prinzip den Bauern auf H3 angreift. Dame auf D7 sieht für mich allerdings etwas gehaltvoller aus, da die beiden Türme zusammengebracht werden. Ergibt das etwas mehr Sinn. Der König, der zieht nach vorne, deckt diesen Bauern ab und nun Dame auf F5. Und Sie haben das ja mittlerweile kennengelernt, die Dame mit einem Springer zusammen ist ein wirklich sehr, sehr kraftvolles Duo. Da kann einiges auf dem Brett passieren. Und an dieser Stelle muss man schon ein bisschen rechnen und ein bisschen Stellungsgefühl haben. Hier gibt es einige Züge, die für Weiß in Frage kommen. Dazu zählen zum einen der Bauernzug nach F4 zum Beispiel oder der Bauernzug nach F3. Hier den Bauern nach F3 zu ziehen, das sieht zunächst okay aus, aber Schwarz würde einfach auf der E-Linie die Türme verdoppeln und hätte hier das bessere Spiel. Bemerkenswert ist auch, dass dieser Springer auf H7 an für sich überhaupt keine Rolle spielt in der Stellung, aber er kann im weiteren Verlauf jederzeit wieder zurück in die Partie gebracht werden. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also diese Art von Bauernstellung, wie wir sie hier auf dem Brett haben, das ist für Springer sehr, sehr angenehm und für Läufer eher unangenehm. Auch diese Doppelbauern auf der C-Linie sind von diesem Läuferpaar nicht ganz so gern gesehen. Das Läuferpaar ist definitiv eingeschränkt im Handeln. Aber gut, F3 ist eine Möglichkeit, die Weiß nicht in Betracht ziehen muss. Weiß kann natürlich auch den Turm nach G1 ziehen und einfach mal fragen, was hat denn Schwarz überhaupt? Und hier gibt es verschiedene Wege, die Partie zu gestalten, vorteilhaft für Schwarz. Zum Beispiel der Springerzug nach F3 gibt das Schach, der Läufer nimmt raus, die Dame nimmt zurück. Und wenn jetzt beispielsweise Weiß die Dame angreift, dann zieht die Dame nach F5 zurück. Und schon jetzt bekommt man so ein kleines Gefühl für die Stellung und man merkt, dass die Dame die weißen Felder kontrolliert. Also hier hat die Dame das Sagen und Weiß an für sich diesen weißfeldrigen Läufer schon etwas vermisst.
weitergehen könnte es hier beispielsweise mit Läufer auf F4. Einfach mal abwarten. Aber nach Dame auf E4 ist wieder dieser Bauer angegriffen auf C4. Und Weiß kommt in der Partie überhaupt nicht weiter. Also man muss hier schon etwas aufpassen mit den weißen Steinen. Es ist Schwarz, der die E-Linie kontrolliert. Es ist eine sehr positionelle Geschichte, die wir hier auf dem Brett haben. Aber ich glaube, das sehen Sie und das verstehen Sie auch. Was hier noch drin wäre, wäre F3 zum Beispiel, die Dame anzugreifen. Ich meine, der Bauer ist ja natürlich auch angegriffen. Aber gut, das ist eine Möglichkeit, in der Schwarz Schritt für Schritt Vorteil erlangen kann. In der Partie, die gespielt wurde, das war übrigens zwischen Butjan und Ufeld, ich glaube, es war 1983 irgendwo in der UdSSR in der damaligen, da wurde F4 gespielt von Weiß und jetzt ganz kraftvoll von Schwarzen. Und das ist schon so ein kleiner taktischer Kniff, den kann man sich merken, ein kleines Motiv, das hat man selten auf dem Brett, ist aber sehr, sehr witzig, und zwar Dame auf E4. Ja, hängt denn jetzt nicht der Springer? Ja, der hängt natürlich. Und wenn Weiß diesen Springer nimmt, ich denke, jetzt sieht es jeder, dann folgt einfach Dame schlägt E5 mit Schach und der Läufer ist doppelt angegriffen und nur einmal gedeckt. Das darf also Weiß so nicht spielen. Weiß hat auch in der Partie den Turm A nach E1 gezogen, bringt seine letzte Figur in Stellung. Der Turm hat ja auf A1 recht wenig gemacht. Aber nun folgt Springer schlägt C4, der Bauer war doppelt angegriffen, Läufer schlägt C4 und Dame schlägt C4. Und Schwarz gewinnt einen Bauern und hat in dieser Stellung entscheidenden Vorteil. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat denn hier Schwarz überhaupt Vorteil? Der Springer steht doch recht abseits, kann überhaupt nicht so richtig schnell in die Partie gebracht werden, aber diese Schnelligkeit, die ist in dieser Art von Stellung nicht von Relevanz. Diese Bauernstruktur, wie bereits gesagt, die mag ein Springer und der kann noch früh genug in die Partie gebracht werden. Hier ist es Schwarz, der auf der E-Linie dominiert und der Läufer ist praktisch out of game. Ein, ich würde sagen, sehr positionelles Beispiel, was etwas Geschick am Brett erfordert und auch Stellungsverständnis. Aber es sind genau diese Stellungen, mit denen Sie im Schach weiterkommen. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Lösung, einer Aufgabe des letzten Kapitels. Und in dieser Stellung ging es darum, den Zug E5 auf E4 zu erklären. Die Antwort ist natürlich relativ forciert. Nimmt Weiß hier den Läufer auf F6, nimmt die Dame zurück und schlägt nun Weiß den Bauern auf E4, ist ja oft genug angegriffen, dann kann ja Schwarz nicht so einfach mit dem Bauern auf E4 zurücknehmen. Geht ja nicht, die Dame ist ja angegriffen, ne? Aber Schwarz hat eine sehr einfache Antwort, und zwar den Bauernzug nach F4. Und so kam es auch in der Partie zwischen Pilnik und Geller, 1955 gespielt in Göteborg. Und das war schon richtig geschickt, was Geller hier auf dem Brett gemacht hat. Er hat einen Bauern geopfert und damit den Läufer auf C2 kaltgestellt. Der Läufer, der schaut nun auf den Bauern, auf den eigenen Bauern auf E4 und weiß eigentlich nicht so richtig, was er machen soll. Schwarz wird anschließend einen Springer auf E5 platzieren. Und wir haben hier ein typisches Beispiel, guter Springer gegen schlechten Läufer. Schwarz droht nun am Königsflügel einen Bauernsturm zu entfachen. Also das ist die Idee von Schwarz. Und ja, er wird das Ganze dann unterstützen, natürlich noch mit seinem Turm. Das ist die Idee. Aber wie schon gesagt, das Thema war ja guter Springer gegen schlechter Läufer. Und dass der Läufer auf C2 hier schlecht ist, das brauchen wir hier nicht weiter erklären. Und damit haben wir auch schon die gezeigten Aufgaben aus dem letzten Kapitel gelöst und können nun durchstarten mit dem Thema das Läuferpaar. Was ist eigentlich das Läuferpaar? Was für Vorteile hat das Läuferpaar? Nun, fangen wir zunächst einmal mit einem Läufer an. Der Läufer,
der kann recht flott mit langen Schritten übers Brett flitzen. Jedoch kontrolliert ein Läufer nur eine Feldfarbe. Richtig zur Geltung kommt der Läufer daher umso mehr, wenn noch sein Partner auf dem Brett ist, womit alle Felder des Brettes unter Kontrolle gebracht werden können. Je mehr Felder die Figuren kontrollieren, desto größer ist die Bedrohung für den Gegner. Gerade in offenen Stellungen kommt das Läuferpaar zur Geltung, wenn die Diagonalen nicht von Bauern besetzt sind. Das Läuferpaar kann sowohl in der Eröffnung im Mittelspiel als auch im Endspiel erfolgsversprechend sein. Wir schauen uns zunächst einmal an zwei Läufer als Vorteil im Mittelspiel. Über den Vorteil des Läuferpaares wurden schon viele Debatten gehalten. Einige Spezialisten vertreten die Meinung, dass diese Facette der Theorie von Steinitz inkorrekt ist. In dem Buch Middle Game von Peter Romanowski schreibt der Autor, während der Stellungsbewertung sollte der Faktor des Läuferpaares nicht als eine Art von Vorteil verstanden werden. Er schreibt auch, diese Art von Vorteil existiert nicht. Der Vorteil eines Läufers basiert auf der Existenz von schwachen Feldern und anderen Schwächen in der Stellung. Es geht hierbei immer um konkrete Stellungen. Meiner Meinung nach ist die von Großmeister Bondarewski in seinem Buch Attack the King genannte Sichtweise am korrektesten. Und er schreibt, in den meisten Stellungen, welche wir in unseren Partien und im Training aufs Brett bekommen, ist das Läuferpaar stärker als die restlichen Figuren. Und deswegen bin ich der Meinung, trotz der Für und Wider können wir weiterhin über den sogenannten Läufervorteil sprechen. Die durch das Läuferpaar resultierenden Vorteile kann man zusammenfassen in: erstens, der Läufer und der Springer oder zwei Springer des Gegners sind unkoordiniert. Das macht das Läuferpaar zum Vorteil. Zweitens, das Läuferpaar hat direkten Einfluss auf den Brennpunkt der Stellung und manchmal auch über das gesamte Brett. Ganz klar ein Vorteil des Läuferpaares. Drittens, die gegnerischen Figuren erreichen zu spät den Ort des Geschehens, was besonders auf die mobil limitierten Springer zutrifft. Dieser Vorteil kann sehr oft in den Vorteil umgewandelt werden, bei welchem man eine gegnerische Figur vom Geschehen abschneidet. Das haben wir ja in den vorherigen Kapiteln der Schachstrategie bereits angesprochen. Und zuletzt, viertens, es ist viel einfacher, einen Läufer gegen einen Springer zu tauschen, als einen Springer gegen einen Läufer. Das ist auch recht einfach zu erklären, weil ein Springer kann natürlich einen Läufer nicht fesseln, wohingegen ein Läufer einen Springer sehr gut fesseln kann. Ja, spanische Eröffnung zum Beispiel, da geht das recht schnell. Okay, ich denke, damit haben wir dem Läuferpaar und dem Läufer an sich eine kleine Struktur gegeben, die Charaktereigenschaften des Läufers etwas ins Licht gehoben, und damit kommen wir auch schon zum ersten Beispiel. Weiß hat in der vorliegenden Stellung signifikanten positionellen Vorteil. Alle Figuren von Weiß stehen zum Angriff bereit. Wir sehen hier das Läuferpaar ziemlich weit weg vom gegnerischen König, aber die wirken einfach in Richtung König, die können wirklich am anderen Ende des Brettes stehen und wirken trotzdem dahin, wohingegen dieser armselige Springer überhaupt keine Wirkung hat in Richtung König. Also hier sehen wir den klaren Vorteil des Läuferpaares. Die beiden Läufer hier dominieren auf den langen Diagonalen, und ich denke, das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Diese Kraft, die diese beiden Läufer ausstrahlen, ist wirklich stark. Also das Läuferpaar von Weiß steht ideal und Schwarz kann der Aktivität der beiden Läufer nichts entgegensetzen. Aljechin fand hier eine sehr kraftvolle Methode, also gespielt wurde die Partie von Aljechin mit Weiß und von Wenig mit Schwarz in Prag 1931, also schon ein sehr altes Beispiel. Und wie gesagt, Aljechin fand hier eine sehr kraftvolle Methode, den Angriff mittels des Bauern G2 in Gang zu bringen. Aljechin zog hier den Bauern nach G4, Ausrufezeichen, ein sehr kraftvoller Zug und ich denke, für das Jahr 1931 doch ein sehr mutiger Zug, war man damals doch noch nicht so ganz bereit, die
eigene Königssicherheit zu gefährden durch Züge wie etwa F2, F4 oder G2, G4. Aber hier ist dieser Zug genau der Stellung entsprechend ein guter Zug. Schwarz antwortete hier mit dem Damenzug nach D6. Und das hat folgenden Hintergrund. Der Damenzug nach D6 soll den Zug G4 auf G5 verhindern. Würde Weiß das ziehen, also ich zeige es mal kurz hier, G5, dann folgt Dame auf D5 von Schwarz und der Bauer ist gefesselt. Also das ist die Idee, die Schwarz hier hat, aber Weiß muss natürlich nicht hier den Bauern 1 nach vorne ziehen. Weiß hat hier einen viel kraftvolleren Zug und zwar Läufer auf G6. Wieder ein ganz starker Zug, der Läufer greift den Turm an und beherrscht noch mehr Felder und droht noch mehr Unheil. Schwarz will sich diesen Turm natürlich nicht einfach wegnehmen lassen und zog hier den Turm nach F8. Und das Hübsche an diesem Zug Läufer auf G6 ist, dass dieser Läufer nun ganz praktisch die Dame auf H5 deckt. Nun könnte Weiß wirklich auf die Idee kommen, den Bauern einfach eins nach vorne zu ziehen, denn der Damenzug nach E5 wäre nun ein Schlag ins Wasser, denn die Dame ist vom Läufer ja nun ausreichend gedeckt. Und so kam es auch, Weiß ist am Zug und Weiß hat hier auch den Bauern nach G5 gezogen. Die Dame ging natürlich nun nicht auf das Feld D5, wie eben besprochen. Das hat der Gegner von Aljechin natürlich auch gesehen. Er hat hier mit dem Läufer den Bauern auf D4 rausgenommen. Und Schwarz nimmt den Bauern auf H6 raus. Die schwarze Königssicherheit steht kurz vor der Aufbröselung. Sie sehen es bestimmt noch einmal schlagen mit dem Bauern Schach, dann kommt schon die Dame rein und aus die Maus. Schwarz muss hier aufpassen und hat sich vor den direkten Mattangriffen mit dem Zugspringer D auf F6 geschützt. Aber nun folgt H schlägt G7, König schlägt G7 und Dame auf H6 Schach. Und Sie sehen es, wie wirkungsvoll diese beiden Läufer sind. Sie unterstützen die Dame unglaublich. Die ganzen Felder, die schwarzen und weißen Felder, gehören dem Weißen. Der König flüchtete auf das Feld H8. Im Falle von König G8, kurz anmerken möchte ich, dass dann einfach Springer schlägt D4 gewinnt, die Dame nimmt zurück und Turm auf G3 und da ist nichts mehr zu machen für Schwarz. So ging der König auf das Feld H8, aber auch hier folgt Springer schlägt D4, Dame schlägt D4 und nun nicht Läufer auf G3, nein, ein weiterer, wieder kraftvoller Zug von Weiß, Läufer auf B2. Da steht der Läufer richtig gut und diese Diagonale, die kann man nun wirklich als extrem lang bezeichnen. Also es gibt wohl keine längere Diagonale für den schwarzen Läufer auf dem Brett als diese. Ja, ist ja auch recht logisch, ne? Und da steht der Läufer richtig gut. Die Kraft, die diese Läufer auf dem Brett entfalten, ist einfach unglaublich. Schwarz gab hier die Partie auch direkt auf, weil nach Dame auf D7 zum Beispiel einfach Weiß den Turm nach D3 ziehen kann. Der Turm, der kann natürlich wieder nicht genommen werden, denn Sie sehen es, der Läufer ist hier auf dem Turm drauf. Und nach Dame G7, mein letzter Hoffnungsschimmer, der Damentausch, dann folgt einfach Läufer schlägt F6. Und die schwarzen Figuren sind überlastet und können das Matt nicht mehr verhindern. In diesem gezeigten Beispiel in der Partie zwischen Aljechin und Wennig, da war die Aktivität des Läuferpaares absolut überragend. Weiß konnte die Stellung vorteilhaft öffnen und die Partie mit einem Angriff auf den König beenden. Und merken sollten wir uns hier auf jeden Fall, wie gut dieses Läuferpaar zusammenarbeitet, wenn es nebeneinander steht, wenn es die entgegengesetzten Feldfarben kontrolliert, dann ist es für den Gegner kein Zuckerschlecken. Anders wäre es, wenn die Läufer frei verteilt werden, nicht koordiniert wären, wenn ein Läufer hier stehen würde, ein schwarzfeldriger und eventuell ein weißfeldriger Läufer hier stehen würde. Das würde schon einen Unterschied machen.
Aber als Duo, da sind die beiden Läufer wirklich grandios. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Um die vorliegende Stellung zu erreichen, hat Schwarz einen Bauern geopfert und er sollte damit Recht behalten. In der Partie, da ging es weiter mit Läufer auf F6, ganz klar, die Dame wird angegriffen, flüchtet sich auf das Feld H5, sieht da auch relativ bedrohlich aus, ja, möchte gegen den schwarzen König kämpfen, aber ihm fehlen einfach die Figuren. Hier nun ein kraftvoller Zug von Weiß und zwar Läufer auf A4. Und hier sehen wir wieder, dass Schwarz seine Figuren in Stellung bringt, in den Angriff hineingeht und auch die entsprechenden Felder kontrolliert. Es ist ganz klar, dieser Läufer, der kontrolliert richtig viele Felder. Weiter ging es mit Turm auf E1, Dame auf D6. Und auch wenn wir hier das Läuferpaar so loben, die Feldkontrolle, so dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Springer natürlich hier im Zentrum ein recht guter Springer ist. In der Partie, da ging es weiter mit H3, ein Luftloch für den König. Und wieder sehr stark Läufer auf C2. Und hier sehen wir wieder, wie diese beiden Läufer die entsprechenden Partnerdiagonalen besetzen. Und es ist schon eine immense Feldkontrolle, die hier auf dem Brett stattfindet von Schwarz. Die schwarzen Figuren, die dominieren hier auf dem Brett. Und das ist der Grund, warum man das Läuferpaar einfach lieben muss, wenn man es hat. Und wenn man es richtig einsetzt, natürlich geht das nicht in allen Stellungen. Aber das ist so eine Stellung, wo man das erreichen kann. Die Dame, die zog hier nach F3. Jetzt kam auch schon B5. Die Stellungsstruktur wird festgesetzt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Feld C4 ein hübsches Feld für den Läufer sein könnte. Weiter geht es mit Dame auf E2 und jetzt wieder Läufer zurück auf A4. Hier steht der Läufer richtig sicher. Dame auf F3 zurück. Weiß spielt hier relativ ideenlos, obwohl Weiß kein unbekannter Spieler war. Es handelt sich hierbei um Bogoljubow und er hat die Partie gegen Janowski gespielt. Janowski mit den schwarzen Steinen in New York 1924. Es ging weiter mit Turm auf C4. Ein Turm steht hier auch recht gut. Die Turmverdopplung wird angestrebt. Und Läufer auf A1. Der Läufer zieht zurück. Tja, also während der letzten Züge konnte Schwarz seine Stellung substanziell verbessern, während Weiß nichts Konstruktives hatte. Natürlich könnte man sich hier auch die Frage stellen, warum Weiß nicht einfach den Turm abtauscht. Schauen wir es uns an. Nach Turm schlägt C4 und Bauer schlägt C4 hat der Läufer nicht viel Felder, er kann hier nach C3 ziehen. Die schwarze Stellung ist auf jeden Fall zu bevorzugen, da die schwarzen Figuren hier einfach mehr Spiel haben. Wir gehen zurück. Es folgte, wie gesagt, Läufer auf A1 und jetzt Turm D auf C8. Die Turmverdopplung ist nun auf dem Brett und Turm auf B1. Und wer das Spiel von Schwarz bis hierher noch nicht so ganz verstanden hat, dem möchte ich kurz sagen, dass es hier um die weißen Felder geht. Weiß kann die weißen Felder nicht ausreichend schützen. Seine Bauern befinden sich auf schwarzen Feldern und er hat keinen weißfeldrigen Läufer. Und das bedeutet, wenn wir hier aufs Brett schauen, dass hier die Bauern die schwarzen Felder zwar kontrollieren, aber die weißen Felder, die werden alle von Schwarz kontrolliert und sind in der Hand von Schwarz. Also hier kann Weiß recht wenig machen und das ist auch das Ziel von Janowski, hier auf den weißen Feldern zu spielen. Es ging hier weiter mit F5. Greift den Springer an, der ja auf dem Feld D4 recht gut steht. Und der zog sich zurück auf das Feld E2. Also wir sehen, wie Schwarz die weißen Figuren immer weiter zurückdrängt. Weiß ist es, der hier versucht, irgendwie doch die Figuren gescheit zu koordinieren, richtig aufs Brett zu bekommen. Aber Rückzüge in dieser Art offenen Stellung gegen ein Läuferpaar ist schon ja, sehr kritisch zu spielen. Es ging hier weiter mit Läufer auf C2, der Turm wird angegriffen, der geht auf das Feld C1
Läufer auf E4 greift die Dame an und wir sehen wieder, wie diese Läufer einen Angriff nach dem anderen starten, eine Figur nach der anderen angreifen. Und die Dame, ja, wo möchte sie denn jetzt noch hin? Sie ging auf das Feld G4 und jetzt Läufer auf B7. Es ist unglaublich, wie viele Züge dieser Läufer auf dem Brett ausführt. Und dieser Läufer auf B7, der hat hier eine richtig bedrohliche Stellung eingenommen, denn er wirkt direkt in Richtung König. Also sehr interessant, wie das Ganze hier vonstatten ging. Schwarz spielt hier praktisch, wie gesagt, auf den weißen Feldern und Weiß vermisst einen weißfeldrigen Läufer. Nun hatte Weiß aber auch genug und fing an, Figuren zu tauschen. Turm schlägt C4, Turm schlägt C4. Und jetzt von Weiß gespielt, F4. Weiß möchte natürlich auch ins Spiel kommen. Möchte, wenn es doch geht, auch diesen Läufer abtauschen. Dann sieht die Welt von Weiß schon etwas besser aus. Aber Schwarz denkt nicht dran, diesen Bauern hier zu nehmen und dem Weißen die Chance zu geben, ins Spiel zurückzufinden. Nein, Schwarz hat hier die Dame nach D2 gezogen. Greift den Turm an. Dame auf G3 deckt diesen Turm und nun Turm auf E4. Und wieder sehen wir hier die weißen Felder, kontrolliert von Schwarz, werden genutzt, um die Figuren bestens zu positionieren. Läufer auf C3, irgendwie muss Weiß ja seinen Figuren Sinn geben. Dame auf D5, wieder auf den weißen Feldern wird gespielt und Sie sehen schon das Unwetter auf dem Feld G2 hereinbrechen. Läufer schlägt E5 und jetzt kommt der entscheidende Schlag in dieser Stellung und der ist wirklich gut, nicht einfach zu finden, aber mit Turm schlägt E3 hat Schwarz die Partie gewonnen. Das ist auch klar, ich meine, Sie sehen es. Die Dame kann natürlich nicht einfach den Turm nehmen, denn Weiß würde einfach matt gesetzt werden. Dame auf G4 würde hier beispielsweise folgen. Die Dame war ja angegriffen. Wir sollten vielleicht einen Blick darauf werfen, auf den Turmzug. Turm schlägt E5. Auch das gewinnt für Schwarz. Nach F schlägt E5 wird der Bauer nicht zurückgenommen, sondern sehr witzig Läufer auf H4 gespielt und wieder. Ja, was soll die Dame machen, außer wegziehen? Sie kann den Läufer nicht nehmen, sie ist an die Verteidigung des Feldes G2 gefesselt. Also hier würde Weiß recht flott verlieren. Aber so kam es in der Partie nicht. Schwarz hat hier viel hübscher mit dem Turm auf E3 geschlagen. Die Dame angegriffen, die zog sich auf das Feld G4, muss natürlich die Verteidigung des Feldes G2 im Auge behalten. Und jetzt aber Läufer schlägt E5, F schlägt E5 und Turm schlägt E5. Es ging noch weiter mit König auf H2, Dame auf D2 greift den Turm an, die Dame deckt diesen Turm ab auf dem Feld G3 und jetzt ganz trocken F6. Der schwarze Turm war ja auch angegriffen. Es ging weiter mit H4, Läufer auf D5. Und Dame auf F2. Und wieder setzt sich diese Dame einfach in eine Fesselung hinein. Aber was bleibt ihr anderes übrig? Der Springer ist angegriffen, der Turm ist angegriffen. Es drohte auch das Matt lange Zeit auf dem Feld G2. Es sind die schwarzen Figuren, die hier perfekt koordiniert sind und zeigen, wie stark doch das Läuferpaar ist, beziehungsweise jetzt in dieser Stellung der weißfeldrige Läufer von Schwarz. Läufer auf C4 greift diesen Springer nochmals an und Weiß gab an dieser Stelle die Partie auf. Der weißfeldrige Läufer von Schwarz hat hier eine sehr große und lehrreiche Show gezeigt. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Und diesmal keine Partiefragmente, sondern eine komplette Partie. Die ist auch noch gar nicht so alt, also im Vergleich zu den anderen Partien, die ich gezeigt habe. Und zwar hat Iwanschuk die weißen Steine geführt, wir drehen das Brett mal. Und er hat gegen keinen geringeren gespielt als Viswanathan Anand. Das ist schon einige Zeit her, 1994 in Buenos Aires. Aber trotzdem ist diese Partie ein wirklich sehr lehrreiches Beispiel.
Also wie gesagt, die folgende Partie, welche ich nun komplett zeige, fand 1994 zwischen den beiden zu diesem Zeitpunkt größten Talenten des Schachs statt. Ein tolles Beispiel, wie die damalige Schachjugend, also damals waren die beiden ja wirklich in Anführungszeichen jung, die Erfahrung der vorangegangenen Generationen absorbiert hat und in eigener Kreativität aufblüht. In der Hand des damals jungen Großmeisters Iwanchuk spielt die Violine des Läuferpaares ganz neue Melodien. Iwanchuk begann die Partie mit dem Zug E4. Es ging weiter mit C5, die sizilianische Verteidigung, Springer F3, Springer C6, D4, C schlägt D4 und Springer schlägt D4. Ich denke, über die Eröffnung müssen wir hier nicht viel Worte verlieren. Weiter ging es mit G6, C4 und wir haben hier das sogenannte Maroxi-Bind-System der sizilianischen Verteidigung auf dem Brett und das verspricht dem Weißen eine starke Bauernstruktur im Zentrum. Es ist jedoch nicht genug, das Zentrum mit Bauern zu besetzen. Viel wichtiger ist, die Zentralfelder zu kontrollieren. Aber das nur am Rande. Springer F6, Springer auf C3, D6, alles Theoriezüge, Läufer auf E2 und Springer schlägt D4. Und auf diese Weise bringt Schwarz die weiße Dame auf das Feld D4, auf welchem sie von einem zukünftigen Läufer auf G7 beeinflusst wird. Also die Dame nimmt hier zurück und ein zukünftiger Läufer, der auf dem Feld G7 steht, könnte hier die Dame ja recht schnell ärgern. Und so hat Arnand auch den Läufer nach G7 gezogen. Weiter ging es mit Läufer auf E3. Und mit diesem Zug hat Weiß eine wichtige Entscheidung getroffen, was die Position dieses Läufers betrifft. Viele Spieler bevorzugen es, den Läufer über das Feld G5 ins Spiel zu bringen, um auf der H4, die 8-Diagonale, Druck gegen den Bauern auf E7 auszuüben. Iwanchuk bevorzugt hingegen die Diagonale G1 auf A7, also diese Diagonale, und übt mit dem Läufer auf E3 auf dieser Diagonalen Druck aus. In der Partie, da ging es weiter mit der kurzen Rochade von Schwarz, die Dame ging nach D2 zurück, und das musste Weiß auch so spielen, denn lässt er die Dame hier stehen, dann spielt Schwarz ganz einfach den Springer nach G4 mit Doppelangriff auf die Dame und den Läufer auf E3. Und Schwarz würde hier in dieser Variante, wenn die Dame hier auf dem Feld D4 bleibt, einfach mit dem Springer den Läufer tauschen und hätte nach diesem Abtausch wirklich exzellentes Spiel, denn dieser Läufer wäre dann richtig stark. Aber so kam es nicht, denn Iwanchuk hat die Dame zurückgezogen auf das Feld D2 und weiter ging es mit dem Zugläufer auf E6. Anmerken möchte ich noch, dass Schwarz hier für gewöhnlich trotzdem den Springer nach G4 zieht, aber dieser würde von Weiß einfach abgetauscht werden. Weiß würde nach diesem Abtausch besser stehen, denn die sogenannten Maroxi-Bind-Bauern auf C4 und E4 schränken die Mobilität des weißfeldrigen Läufers von Schwarz ein. Also dieser Läufer steht dann auf G4 und wäre in seiner Bewegungsfreiheit doch schon sehr eingeschränkt. Es könnte noch F3 folgen später. Gleichzeitig hat Weiß die schwarzen Felder dank des Läufers auf E3 sehr gut unter Kontrolle. Zwar würde Schwarz das Läuferpaar haben, aber Weiß hat im Gegenzug mehr Raum, keine schlechten Figuren und die Stellung hat eher einen geschlossenen Charakter, in welchem das Läuferpaar nicht ganz so kraftvoll ist. Zusätzlich hat Weiß die Option, die schwarzfeldrigen Läufer zu tauschen und eine Stellung anzustreben, in welcher der weiße Springer dem übrig gebliebenen schwarzen Läufer überlegen ist. Also Weiß könnte natürlich jederzeit hier die Läufer tauschen, beziehungsweise Läufer schlägt, Dame schlägt und dieser Springer wäre dem übrig gebliebenen Läufer überlegen. So viel zu der Theorie. In dieser Variante wollte ich nur mal kurz anmerken, weil die Frage kann man ja stellen, was passiert denn, wenn Schwarz trotzdem den Springer nach G4 stellt und Weiß das Läuferpaar aufgibt, dann muss man natürlich auch wissen, dass dieses Läuferpaar von Schwarz nach dem Abtausch auf G4 nicht ganz so gut ist, da die Stellung einen geschlossenen Charakter hat und wie gesagt Weiß mit seinem Springer dem übrig gebliebenen Läufer überlegen ist, sofern es natürlich auf G7 zum Abtausch kommt, was Schwarz ja nicht verhindern kann.
Aber okay, zurück zur Partiestellung. Anand hat hier den Läufer nach E6 gezogen. Weiß rochiert, beendet damit seine Entwicklung. Die Türme spielen zusammen. Und Schwarz zog hier die Dame nach A5. Und das ist jetzt keine Drohung gegen die Dame oder ein Damentausch soll hier jetzt auch nicht so provoziert werden, sondern es ist ganz einfach die Möglichkeit, die hier Schwarz haben möchte, und zwar an den anderen Flügel zu kommen. Aber das geht nicht. Sie sehen es, das Läuferpaar hat hier wieder alle Felder unter Kontrolle. Turm A auf B1, ein interessanter, aber auch sehr subtiler Zug. Ein sehr bekanntes Problem ist, sich zu entscheiden, wohin man seine Türme stellen soll. Die am natürlichst aussehenden Züge sind entweder Turm F auf D1 und Turm A auf C1. Aber der von Iwanschuk gespielte Zug bereitet den Bauernvorstoß B2, B4 vor. Was unter anderem auch nützlich ist, wenn Schwarz auf die Idee kommen sollte, einen Springer nach C5 zu bringen. Also beispielsweise über das Feld D7. Weiß hat sich also für den Turmzug AB1 entschieden und für Iwanschuk macht es mehr Sinn, einen Turm nach B1 zu stellen als nach C1. Weiter ging es mit Turm F auf C8. Der Bauer zog nun nach B3. Der Bauer war ja doppelt angegriffen und B4 rennt nun auch nicht direkt weg. Springer auf D7 wurde gespielt. Die Idee ist nach wie vor, den Springer auf C5 zu platzieren. Anzumerken wäre hier noch, dass Roman Chinchiashvili, also der bekannte Trainer und Schachgroßmeister, in seinem Buch Chess Openings for Black auf Seite 153, ich habe nachgeschaut, den Zug Springer nach G4 empfiehlt. Und nach beispielsweise Springer auf D5, da steht der Springer gut, hat Schwarz nicht die Möglichkeit, den schwarzfeldrigen Läufer abzutauschen. Denn Sie sehen es, wenn jetzt hier der Springer einfach hier reinschlägt, dann hängt die Dame. Und nach Dame schlägt D2, Läufer schlägt D2, bleibt der schwarzfeldrige Läufer am Leben. Schwarz hat hier noch diesen sehr witzigen Zug König auf F8. Und mit diesem Zug kann Schwarz diese Stellung immer noch halten. Wie gesagt, das hat Roman Chinchiashvili in seinem Buch ausanalysiert. Sehr interessant. Aber wie gesagt, in der Partie, da folgte der Springerzug nach D7 und Turm F auf C1. Die Dame ging zurück auf D8. Was soll sie auch hier in dieser Ecke? Springer auf D5. Und das ist das ideale Feld für den weißen Springer. Was aber, wenn Schwarz diesen Springer einfach schlägt? Weiß ist in diesem Falle bereit zu beweisen, dass das weiße Läuferpaar in dieser Art von Stellung ein Vorteil ist. Hier ging es weiter mit Springer auf C5, Läufer auf F3. Wieder eine sehr wichtige Entscheidung von Iwanschuk. Der natürlich aussehende Zug F2, F3 deckt zwar den Bauern E4 sehr gut, schmälert aber gleichzeitig das Potenzial des weißfeldrigen Läufers ein. Also das wollte Iwanschuk nicht und er hat hier richtigerweise den Läufer nach F3 gezogen. Weiter ging es mit A5 und ja, Sie ahnen es bereits, er liegt in der Luft, der Zug, und zwar H2, H4. Der letzte Zug von Schwarz, A7, A5, bedarf vielleicht etwas an Erklärung, und zwar sichert dieser Zug das Vorpostenfeld auf C5. Da kann also nicht einfach mal so eben ein Bauer nach vorne ziehen und diesen Springer belästigen. Aber anmerken müssen wir noch, dass dieser Springer auf C5 seinem König auf G8 nicht einfach mal so eben zu Hilfe eilen kann. Wenn da am Königsflügel ein Angriff in Fahrt kommt, dann steht dieser Springer auf C5 plötzlich ziemlich weit weg vom Geschehen. Mit dem letzten Zug von Weiß, H2, H4, startet Weiß einen Angriff auf den recht wenig geschützten König. Nochmal zur Wiederholung, es ist ein Dilemma, auch wenn dieser Springer am Damenflügel gebraucht wird und hier auch, ich denke, richtig gut steht, er wird aber auch gebraucht am Königsflügel. Und leider kann sich dieser Springer nicht zweiteilen, er muss sich einen Flügel aussuchen. Läufer schlägt D5, Schwarz konnte den weißen Springer nicht länger auf D5 tolerieren und E schlägt D5
wurde gespielt. Nach dem symmetrischen C-Schlieg D5 wäre die Verteidigung für Schwarz etwas einfacher. E-Schlieg D5 ist die richtige Entscheidung von Iwanchuk und nun Dame auf D7. Ohne den Abtausch auf D5 wäre dieser Zug nicht möglich gewesen, wegen der Springergabel auf B6. Also nur um es in Erinnerung zu rufen, als hier noch dieser Springer auf D5 stand, da konnte die Dame natürlich nicht einfach mal so eben auf das Feld D7 ziehen, wegen der Gabel auf B6. Also schlagen, zurückschlagen und Dame auf D7. Und jetzt von Iwanchuk Dame auf E2. Und diese Stellung erfordert absolute Aufmerksamkeit. Wir können logischerweise annehmen, dass Weiß mit seinen nächsten Zügen den Einfluss seines Läuferpaares erweitern möchte und gleichzeitig den Einfluss der gegnerischen Figuren mindern. Schwarz zog hier nun den Turm nach E8. Der Versuch mittels H7 auf H5, sieht ja an für sich recht logisch aus, am Königsflügel, um Raum zu kämpfen, würde dem Weißen die Chance geben, vorteilhaft die Stellung zu öffnen, und zwar mittels G2 auf G4. Der Bauer wird genommen, der Läufer nimmt zurück, greift die Dame an und den Turm indirekt. Hier müsste Schwarz den Bauern nach F5 ziehen, aber nach Läufer auf H3 mit der Möglichkeit, die halboffene G-Linie für einen Angriff zu nutzen. Wenn man da jetzt einen Turm hinzieht zum Beispiel, sollte das Leben von Schwarz nicht mehr ganz so schön sein. Also H7 auf H5, ein offensichtlicher Zug, wie man ihn schon oft auf dem Brett hatte, wird ausgekontert durch G2 auf G4. Aber Arnand hat hier den Turm nach E8 gezogen, auf die Linie der Dame. Und Iwanchuk, der hat nun selbst ganz klar seinen Angriff fortgesetzt mit H4 auf H5. Die Dame, die ging nun auf das Feld F5, will im Geschehen sein, im Geschehen eingreifen können. Turm auf D1, das kontrolliert das Feld D3 und verhindert damit auch, dass der Springer seinem König zu Hilfe eilen kann. Läufer auf E5 und jetzt G4. Die Dame ist nun angegriffen, die zog sich nun reumütig zurück auf das Feld C8 und König auf G2. Der Läufer hat hier seine Schuldigkeit getan, zog sich auch zurück auf das Feld G7 und weiß, Iwanchuk zog hier den Turm nach H1. Der Springer ging jetzt nach D7. Irgendwie will er seinem König dann doch noch zu Hilfe eilen. Aber es folgte schon direkt H schlägt G6, H schlägt G6 und Turm auf H4. Mit dem kraftvollen Läuferpaar ist es Weiß gelungen, die H-Linie zu öffnen. Weiß wird nun seine Stellung verstärken, indem er seine Schwerfiguren auf dieser Linie positioniert. Schwarz zog nun den Bauern nach A4 und sucht damit nach Kompensation für die geöffnete H-Linie und will die A-Linie öffnen. Wenn wir die Stellung rein nach den offenen Linien bewerten müssten, so wäre die Stellung wohl ausgeglichen. Aber die Linie zu kontrollieren, welche näher am gegnerischen König ist, kann ein großer Vorteil sein. In der Partie, da zog nun Iwanchuk den nächsten Turm auf die H-Linie. Es ging weiter mit A schlägt B3, A schlägt B3 und Turm auf A1. Ein Fehler, wie sich noch herausstellen wird. Schwarz hätte hier besser mit dem Bauernzug nach B5 fortsetzen sollen. Aber sei es drum, Arnand hat hier den Turm nach A1 gespielt. Und dieser Zug führt nicht zu dem gewünschten Turmtausch, welcher dem Schwarzen etwas Druck aus der Stellung nehmen würde. Denn Weiß zieht hier einfach den Turm nach H3. Wieder sehr stark gespielt von Iwanchuk. Die Dame ging nach A8, Turm auf H7. Die Figuren, die Weißen, die kommen dem gegnerischen König immer näher. Dame auf A2. Ja, Arnand kämpft hier praktisch darum, um Figurentausch, um in der Partie zu bleiben. Er bringt seine Figuren in Stellung. Er kommt von der anderen Seite des Brettes. Aber ja, die Entscheidung von Schwarz, Schwerfiguren zu tauschen, ist richtig. Aber dieses Ziel wird er nicht erreichen. Turm schlägt G7. Der Kracher mit Schach, Ausrufezeichen, ein absolut guter Zug
gespielt von Iwanschuk. Der König nimmt zurück und nun das kraftvolle Schach Läufer auf D4. Der Läufer, der dominiert auf der langen Diagonalen. Wieder sind es die Läufer, die die Partie entscheiden. Schwarz hat hier noch den Bauern nach F6 gezogen. Kurz zeigen möchte ich, Springer F6 hat auch keine Wirkung, denn dann wird einfach die Dame auf A2 genommen. Der Turm nimmt zurück und G5 beendet den Tag von Schwarz. Aber Anand, der hat hier F6 gezogen und daraufhin zog Iwanschuk die Dame nach E3. Sie sehen es, die weißen Figuren, die sind bereit, hier in den Angriff hineinzugehen, den schwarzen König matt zu setzen. Es folgte noch Springer auf F8. Der Springer ist nun bei seinem König, aber er wird ihn wohl nicht mehr retten können. Läufer auf E4. Ja, das ist natürlich der Iwanschuk, wie wir ihn kennen. Und er spielt die Stellung richtig gut. Anstatt hier diesen Turm einfach rauszunehmen, was in dieser Stellung überhaupt keinen Sinn macht, denn der Turm, der ist absolut weniger wert als dieser grandiose Läufer. Da spielt er einfach den Läufer nach E4. Und wieder haben wir dieses Läuferduo, das absolut kraftvoll auf dem Brett dominiert. Schwarz ist in dieser Stellung verloren. Es folgte noch König auf F7, aber nach Turm auf H8 hat Anand die Partie aufgegeben. Gegen das vernichtende Dame auf H6, gefolgt von Läufer schlägt G6 oder einfach Turm schlägt F8, gibt es keine Verteidigung. Von Iwanschuk nach allen Regeln des Schachs super gespielt. Und Anand hatte hier leider das Nachsehen. Sein Springer, der war einfach zu langsam. Und die Endstellung, ich glaube, die zeigt den kompletten Verlauf der Partie. Und jeder Anfänger sollte sich dieses Läuferduo im Zentrum einprägen. Dieses Läuferpaar ist einfach stark. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Und in diesem vorliegenden Beispiel, da geht es diesmal nicht darum, wie grandios und toll das Läuferpaar ist. Nein, wir wollen uns natürlich auch mal die Kehrseite der Medaille anschauen. Und zwar, wie man gegen das Läuferpaar spielen sollte. Wie wir mittlerweile wissen, sind Läufer besonders dann sehr gefährlich, wenn sie offene Diagonalen haben. Deswegen ist die Standardmethode, um gegen das Läuferpaar zu spielen, erstens die Aktivität des Läuferpaares durch Bauernblockaden zu limitieren und zweitens gute Felder für Springer zu erobern. Die folgende Partie zeigt die genannten Punkte in Aktion. Gespielt wurde sie mit den schwarzen Steinen von Nimzowitsch und die weißen Steine führte Brinkmann. Gespielt wurde sie vor langer, langer Zeit 1922 in Dänemark. Und interessant sind auch die Kommentare, die Nimzowitsch in dieser Partie verfasste. Nimzowitsch zog hier einen wirklich starken Zug, der genau der Stellung entspricht. Er zog hier den Bauern nach B5. Der Bauer ist natürlich hier nicht mehr gedeckt und Nimzowitsch schreibt zu diesem Zug: Opfern für die Blockade. Schwarz gibt einen Bauern auf, um die Möglichkeit zu erhalten, den weißfeldrigen Läufer von Weiß abzutauschen. Ohne die Kontrolle über die weißen Felder wäre Weiß in großer Gefahr. Sein Gegner Brinkmann nahm diesen Bauern auch direkt raus. Es folgte Turm A auf B8 mit Angriff auf den Läufer und der zog sich zurück auf das Feld E2. Weiter ging es mit Springer auf B6 und König auf D1. Das Beste, was Weiß hier hatte, war Läufer schlägt H5. Das Bauernopfer anzunehmen und ja, nach Springer C4, Dame C2, Springer schlägt A3, Dame auf D2 und Springer auf C4 in die Stellungswiederholung einzuwilligen. Also das war das Beste, was Weiß hier hatte. Aber so kam es nicht. Weiß zog hier den König nach D1, flüchtet mit dem König aus der C-Linie. Der Läufer war ja gefesselt. Und ich denke, hier hat Weiß schon bemerkt, dass hier einiges im Busch ist, dass die
Königssicherheit an diesem Flügel nicht ganz so toll ist und nicht ganz so sicher. Okay, also weiter ging es mit Springer auf C4, greift die Dame an und Läufer schlägt C4 und Turm schlägt C4. Der Abtausch des weißfeldrigen Läufers von Weiß ist für Schwarz sehr profitabel. Sein Springer auf A5 wird dadurch enorm stärker. Also dieser Springer, der kann nun richtig in Fahrt kommen. Er kann nicht mehr angegriffen werden durch einen Läufer und wartet nur darauf, den Weißen zu ärgern. Turm auf G5 und jetzt Springer auf G7. Es ging weiter mit H5. Weiß möchte gegen den schwarzen König vorgehen, aber mit Springer F5 sollte Schwarz alles im Griff haben. Dieser Springer steht hier wirklich sehr, sehr gut. Und genau das ist es, wie man gegen das Läuferpaar oder auch gegen Läufer spielen sollte. Felder für den eigenen Springer finden. Und Sie sehen auch, Weiß vermisst hier den weißfeldrigen Läufer. Es ging weiter mit H schlägt G6 und F schlägt G6. Und nun nimmt Weiß den Springer auf F5 raus. Dieses Schlagen, das war kein Opfer, sondern eher ein Abtausch, denn der Springer war diesem Turm in dieser Stellung absolut ebenbürtig. E schlägt F5 und Läufer schlägt A5. Und jetzt wieder ein kräftiger Zug von Schwarz, und zwar Turm auf B3. Damit setzt sich Schwarz auf die dritte Reihe. König auf E2. Der König möchte flüchten. Er ist natürlich sehr, sehr anfällig hier in diesem Bereich des Brettes. Der schwarze König, der kann sein Nickerchen halten. Da passiert recht wenig. Dame auf B7. Und Sie sehen schon, die Drohungen sind hier ganz klar auf dem Brett. Läufer auf B4, der zieht dazwischen. Aber die Dame, die geht einfach nach A6. Und Weiß gab an dieser Stelle die Partie auf. Dem Abzugsschach hat Weiß nichts entgegenzusetzen. Beispielsweise König auf E1. Da folgt dann vernichtend Turm schlägt B4. Und wenn der Bauer zurücknimmt, folgt das Schach auf A1, Dame auf D1 und Turm auf C1. Aber das wollte sich Brinkmann nicht mehr zeigen lassen. Von Nimzowitsch absolut gut gespielt. Soweit in diesem Beispiel zu den Möglichkeiten, die man hat, gegen ein Läuferpaar zu spielen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Und in diesem Beispiel fällt auf, das Brett ist ziemlich voll. Das heißt, wir müssen uns erst einmal einen kleinen Überblick verschaffen, was ist denn hier überhaupt los. Die weißen Springer sind sehr gut in Richtung Zentrum platziert. Und schauen wir uns an, wie diese weißen Springer die Schwächen im gegnerischen Lager ausnutzen können. Auffällig ist hier natürlich der Läufer auf B7. Der wird von dem eigenen Bauern behindert. Und auch der Läufer auf F8 hat nicht wirklich sonderlich viel auf dem Brett an Angriffsmöglichkeiten. Er besitzt zwar Felder, aber die können aktuell nicht von anderen Figuren genutzt werden. Eventuell, könnte ein Turm hier mal auftauchen, aber dann würde der Bauer hängen, den müsste man erst decken. Ideen sind schon vorhanden, aber die Figuren sind hier von Schwarz nicht ganz so gut koordiniert wie die von Weiß. Aber schauen wir uns an, was in der Partie geschah. In der Partie, die übrigens zwischen Psakis und Tukmakov 1993 gespielt wurde. Tukmakov mit den schwarzen Steinen. Da zog Weiß den Springer nach H4. Wirklich sehr, sehr stark. Und hier sehen wir auch schon, dass die weißen Felder kontrolliert werden. Nun gut, hier ist zwar noch die Dame drauf, aber der weißfeldrige Läufer von Schwarz ist in dieser Stellung vom Geschehen doch sehr weit abgeschnitten. Schwarz antwortete hier mit dem Turmzug nach H6. Er möchte das Eindringen des Springers nicht zulassen. Und Weiß antwortete hier mit dem Bauernzug nach B3. Weiter ging es mit dem Damenzug nach D5 von Schwarz. Und möglicherweise war es hier besser, direkt den Bauern nach G5 zu ziehen, gefolgt von Turm auf G6. Der Springer müsste ja wegziehen. Aber das ist nur eine Möglichkeit, müsste man noch genauer analysieren. Zumindest fällt das ins Auge. Die Dame zog hier nach D5, wie gesagt, zentralisiert sich.
und Dame auf C4 von Weiß. Das Angebot von Weiß, die Damen zu tauschen, ist in dieser Stellung absolut richtig. Weiter ging es mit König auf D7, Damentausch, der Turm nimmt zurück und Springer auf C5 Schach. Ein sehr unangenehmer Schuss von Weiß. Von einem Vorteil des Läuferpaares kann nun keine Rede mehr sein, da zumindest einer der beiden abgetauscht wird. Läufer schlägt C5, der Turm nimmt zurück und Turm auf H8. Also das Spiel von Weiß gegen das schwarze Läuferpaar war voller Erfolg und dem Schwarzen ist dieser mickrige Läufer auf B7 übrig geblieben, der momentan überhaupt keine Wirkung hat, ja geradezu wie ein Bauer aussieht, während der weiße Springer doch optimal in Position gebracht werden kann. Und deswegen zog dann auch Weiß direkt den Springer nach F3. Und die Partie, die sollte nun im Endspiel angelangt sein, in welchem der weiße Springer dem gegnerischen Läufer überlegen ist. Es ist nun sehr wichtig, dass man die Vorteile des Springers maximal einsetzt. Aus diesem Grund wurde der Springer nun wieder auf das Feld F3 gezogen mit der Wirkung in Richtung Zentrum. Da will der Springer auch hinwirken und deswegen war diese Entscheidung, den Springer dorthin zu ziehen, absolut richtig. Schwarz zog hier den Turm nach B8. Zwei andere Züge kommen noch in Frage, zum Beispiel der Zug König auf D6. Greift den Turm an, irgendwie, aber dann zieht Weiß einfach den Springer nach D2. Und ich glaube, Sie sehen schon, was hier in der Luft liegt. Sollte der Turm nun den Turm auf C5 schlagen, dann folgt das Schach mit Rückgewinn und einem super platzierten Springer auf C5. Und auf F5 folgt einfach das Schlagen mit dem Springer auf E5 und Schach. Also das sind die Möglichkeiten, die noch ins Auge fallen. Aber Schwarz entschloss sich hier, den Turm nach B8 zu ziehen. Und es ging weiter mit Springer auf D2, Läufer auf A8, Turm auf C4, König auf C7, Springer auf E4. Der Springer stellt sich immer besser in die Stellung hinein, hat hier alle Felder, hat hier freie Auswahl. Und Turm auf B4. König auf G2. Weiß aktiviert nun seinen König, der auf dem Feld H4 ideal stehen würde. Also ein König hier auf dem Feld H4 wäre einfach super. Und deswegen hat sich dann auch Schwarz dazu entschlossen, selbst mal ein bisschen was zu machen und hat den Bauern nach F5 gezogen, greift den Springer an. Aber der will ja nicht hier ewig bleiben auf dem Feld E4. Er zog sich hier auf das Feld G5. König auf D6 und F4. Der Bauer wird genommen, wird zurückgenommen und nun ein recht zweifelhafter Zug von Schwarz und zwar C5. Ja, irgendwie will Schwarz dann wohl doch noch seinen mickrigen Läufer ins Spiel bringen, aber ob C5 die richtige Entscheidung war, das darf man hier bezweifeln. Der König ging nun auf F2. Für Schwarz ist es sehr schwer, seine Figuren zu befreien. Sein Turm auf D5 kann nicht ziehen und auch sein Läufer auf A8 hat keine Zukunft. Also obwohl hier wirklich der Bauer jetzt nach vorne gegangen ist, der Turm kann nicht ziehen, der Läufer kann nicht ziehen. Und was macht dieser Turm hier? Ja, er steht hier einfach nur rum. Schwarz zog nun auch den Turm zurück auf B7 und es folgte kraftvoll Springer E4 Schach. Und das ist reine Taktik. Sollte der Bauer den Springer nehmen, dann könnte Weiß einfach mit dem Bauern zurücknehmen und der Turm hat kein Fluchtfeld. Und Schwarz zog hier, wie gesagt, auch diesen Zug F schlägt E4. Zieht Schwarz beispielsweise einfach den König zurück, dann würde der Bauer auf C5 fallen und mit diesem Bauer die komplette schwarze Stellung. Also das sieht schon sehr kurios aus. Der Läufer auf A8 und der Turm auf B7 kennt man normalerweise andersrum. Aber wie gesagt, es kam hier F schlägt E4, D schlägt E4 und Turm auf F7. Der Turm wurde rausgenommen. Der Turm gibt Schach, indem er den Bauern auf F4 nimmt. König auf E1, Läufer schlägt D5, der Läufer ist unendlich im Spiel, aber nach Turm schlägt C5
da ist für Schwarz eigentlich nichts mehr drin. Der positionelle Vorteil von Weiß wurde in einen materiellen Vorteil umgewandelt. Die Mehrqualität reicht vollkommen aus, um diese Stellung zu gewinnen. Die Partie endete nach den Zügen Turm auf G4. Der Turm nimmt den nächsten Bauern. Schwarz gab nochmal einen Schach. Aber nach König D2 und Turm auf G2 hat Schwarz die Partie aufgegeben. Und damit sind wir auch schon am Ende des sechsten Videos aus der Reihe Schachstrategie. Wir haben in diesem Video gesehen, wie man mit dem Läuferpaar ganz tolle Stellungen aufs Brett bekommen kann, wie man mit dem Läuferpaar arbeiten muss, wie das Läuferpaar zusammen auf dem Brett agieren muss. Aber wir haben auch gesehen am Ende dieses Videos, dass es auch Mittel und Wege gibt, das Gift, das das Läuferpaar innehat, zu neutralisieren. Ob Sie nun mit Läuferpaar spielen oder ohne Läuferpaar, ich denke, wir wissen alle, das ist immer stellungsabhängig. Aber eines können wir mit Gewissheit sagen, das Läuferpaar, wenn es denn zur Geltung kommt, ist nahezu unschlagbar gut. Und damit möchte ich mich aus diesem Video verabschieden. Das nächste Video, den Titel kann ich schon verraten, und zwar Schachstrategie 7. Ja, da geht es um die langen Diagonalen, der Kampf auf den langen Diagonalen. Das wird hoffentlich nicht so lange auf sich warten lassen. Die Vorbereitungen sind schon getroffen und ich bin mir sicher, dass das nochmal ein richtiger Kracher wird. Und es wird noch einige Schachstrategie-Videos geben. Ich denke, die Serie ist noch lange nicht zu Ende. Ich glaube, ich habe hier in Vorbereitung, ich glaube, 22 Videos sind das insgesamt. Also es gibt viele strategische Themen, die abgearbeitet werden müssen. Und das werden wir Schritt für Schritt auch machen. So viel für heute und für jetzt. Bis zum nächsten Mal, euer Topschach-Benny. Ciao.